Ja, hallo meine Lieben und Freunde und Zuseher hier zu diesem neuen Video. Ein sehr bekannter Ernährungsexperte, nämlich seines Zeichens Patrick Heitzmann, der auch immer wieder sehr, sehr gute und auch sehr lustige Vorträge über Ernährung und Fitness und ähnliches hält, hypt Magnesium seit einiger Zeit ziemlich. Magnesium, nein, kein neues Wirkmittel, kein neues Wunderpräparat oder sonstiges, sondern einfach einmal nur banales, einem jeden bekanntes und notwendiges Magnesium. Und dieser Patrick Heitzmann beginnt bei seinen Werbevideos immer wieder mit dem Satz: Wusstest du, dass Magnesium an über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt ist? Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Um was wird es gehen? Ja, um Magnesium halt. Und weil dieser Mineralstoff wirklich so unglaublich wichtig ist und ich gerade vor ein paar Tagen wieder die Erfahrung gemacht habe, wie wertvoll Magnesium ist, gibt es eben auch dieses Video. Doch ihr wisst ja eh, die wichtigen Informationen kamen wie immer nach dem Intro. So, hier bin ich wieder, euer Geo von Geo Leben TV und bewusst gesund bei Geo. Ja, manchmal braucht es ein bisschen und es braucht auch immer wieder einen Anreiz von außen, auch bei mir, der dann einem sagt, du solltest da in die Richtung einfach wieder mal ein bisschen genauer nachschauen. Und da ich auch seit einigen Monaten sportlich wieder sehr, sehr gut unterwegs bin und das auch gut ersichtlich und spürbar für mich ist, ist es mir auch ganz, ganz wichtig, gerade hier wieder mal sehr genau auf meine Mineralstoffzufuhr zu achten. Magnesium ist ja ein Mineralstoff, der in organischer und anorganischer Form zu finden ist und in vielen, vielen Verbindungen existiert. Und schlussendlich kommt es immer aus einer Säure und hat als elementar konzentriertes Magnesium auch dann immer die gleiche Wirkung. Einen zusätzlichen Unterschied machen eben die verschiedenen Verbindungen, wie zum Beispiel eben Magnesiumcitrat, das ist Zitronensäure, das eben von Patrick Heitzmann vermarktet und beworben wird und welches sich vorrangig auch sehr gut auf die Bioverfügbarkeit und die zusätzlichen Wirkungen, die durch die Verbindungen zustande kommen, auszeichnet. Ob denn nun organisches Magnesium wie eben Magnesiumcitrat oder eben auch zum Beispiel das anorganische Magnesiumchlorid besser ist, lässt sich so über den Bausch und Bogen hier mal nicht sagen, da ich ja mit Magnesiumchlorid bzw. auch mit Magnesiumöl, hier halte ich es mal in die Kamera, sehr, sehr gute Erfahrung gemacht habe, wo wir dann später noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Ja, gerade eben vor einer Woche habe ich eine sehr, sehr schöne, ich möchte was sagen, geile, jedoch auch sehr, sehr anspruchsvolle Bergtour gemacht und der Muskelkater darauf war enorm. Ich habe nicht sofort daran gedacht, eben mich mit Magnesiumöl einzuschmieren, doch als der Muskelkater in der zweiten Nacht so spürbar war, dass ich kaum noch schlafen konnte, habe ich mir noch um 1, 2 Uhr in der Früh Magnesiumöl angerichtet und meine Beine eben damit eingerieben und einmassiert. Und die Verbesserung, die war wirklich enorm. Also der Muskelkater, die Schmerzen sind nach einem halben Tag wirklich rapide zurückgegangen. Hier kann ich für die Zukunft für mich selbst und jeden anderen einfach nur anraten, die beanspruchten Muskeln am besten vor sportlicher Betätigung mal einzuschmieren und damit einzumassieren. Doch Magnesium ist ja nicht nur für die Muskelfunktion und Muskelregeneration wichtig, sondern eben für viele andere Körperfunktionen, wie eben schon gesagt, zum Beispiel eben für über 300 enzymatische Körperreaktionen. Und das ist einfach unglaublich. Und vor allem ist Magnesium sehr, sehr wichtig als direkter Sauerstoffüberträger. Ja? Magnesium stellt ja indirekt das ATP, also das sogenannte Adenosintriphosphat, zur Verfügung. Und dieses Adenosintriphosphat ist ja zuständig für Energie in den Zellen und diesbezüglich ergo vor allem für die Herz- und Lungenfunktion.
Indirekt liefert Magnesium mit Kalium in den Zellen den Sauerstoff, indem es den Basenhaushalt beeinflusst. Und damit können eben die Mitochondrien, unsere Kraftwerke in den Zellen, wesentlich besser funktionieren. Und somit funktioniert, oder besser gesagt, lebt auch dann unser Körper wesentlich besser und auch wesentlich gesünder. Und so würde ich das einfach auch mal bezeichnen. Weiter sorgt Magnesium dafür, dass die Muskeln nach der Anspannung wieder entspannen können, was ja auch wichtig ist. Und beim Mangel haben wir eben die bekannten Muskelschmerzen, sprich Muskelkater oder eben auch Muskelkrämpfe, vor allem eben bei starker Beanspruchung. Generell muss man sich einfach mal vorstellen, haben circa ein Drittel der Weltbevölkerung Magnesiummangel. Und das steigert sich dann im Alter auch noch ganz massiv auf bis zu 85%. Auch haben Menschen mit Darmproblemen aufgrund eben der mangelnden Aufnahme von unter anderem auch Magnesium, sowie natürlich auch Sportler und auch Menschen in der gesundheitlichen Genesung einen erhöhten Bedarf von Magnesium. Und viele Gesundheitsbewusste wissen natürlich auch, ohne Magnesium wirkt Vitamin D nicht. Und deshalb zieht es eben der Körper aus den Knochen, wenn hier kein Magnesium vorhanden ist oder wenn ich keins zuführe, und wenn er das Magnesium aus den Knochen abzieht, ist das dann eben nicht so wirklich gesund. Ja, schauen wir uns mal typische Symptome bei Magnesiummangel an. Da hätten wir mal Schlafstörungen, Nervosität, depressive Störungen, Müdigkeit, Erschöpfung, Reizdarmsyndrom. Ja, mit dem Darm habe ich auch in der letzten Zeit immer wieder ein bisschen ein Problem. Kopfschmerzen, Regelschmerzen, Krämpfe, gestörte Nervenfunktionen, fehlende Vitamin D-Hormonwirkung, wie gerade eben auch gesagt, und wie gesagt auch zu wenig Adenosintriphosphat, also das ATP. Und dann haben wir natürlich wesentlich weniger Energie. Das kann, wie gesagt, alles mit Magnesiummangel zusammenhängen. Nervosität oder Appetitlosigkeit sowie neuromuskuläre Übererregung, Herzrhythmusstörungen, Gefäßspasmen, Schwindel, Taubheit und Kribbeln in den Gliedmaßen. Also das sind alles so ganz bekannte Symptome, die bei einem jeden irgendwo immer irgendwie ein bisschen auftreten. Und ja, das müssen nicht immer so die krassesten Symptome sein, und es muss nicht alles auf einmal auftreten, das ist auch klar. So ein leichtes, ich habe so längere Zeit so keine Lust mehr, oder ich bin also ein bisschen angespannt, ich bin dann so müde Nachmittag, oder mich freut einfach nicht mehr so wirklich was. Das kann einfach schon reichen und darauf hindeuten, dass einfach zu wenig Magnesium generell oder auch Mineralstoffe im Organismus vorhanden sind. Es ist auch noch sehr wichtig einfach zu wissen, dass sich nur 1% des gesamten Magnesiums im Körper im Blutserum befinden. 60% davon befinden sich in den Knochenzellen, der Rest in den Herzmuskelskelett und sonstigen Muskelzellen. Das heißt also, ein Magnesiummangel ist über den reinen Serumspiegel nicht so einfach feststellbar. Ja, meine Lieben, um das Video jetzt nicht mehr allzu lange werden zu lassen, schlage ich euch einfach auch mal vor, schaut auf meine Homepage bewusstgesund-lebensmut.at, Magnesium Top, hier eingeblendet, und ihr könnt auf dieser Webseite, Homepage, könnt ihr noch einige andere Informationen, wichtige Informationen über Magnesium bekommen und vor allem auch, wie der Magnesiummangel eher auch feststellbar ist. Die Information darüber, welche Magnesiumverbindungen ich direkt empfehle, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und da zum Schluss noch die zwei wichtigsten Magnesiumverbindungen für mich, die ich euch natürlich auch wärmstens ans Herz legen kann. Und da fangen wir gleich mal an mit dem auch von Patrick Heinzmann beworbenen und selbst vertriebenen Magnesiumcitrat, was ich mir auch noch besorgen werde, weil es mich wirklich interessiert und es schaut wirklich als gutes, qualitativ hochwertiges und auch sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Schaut es mir an und ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Also Magnesiumcitrat hat eben den großen Vorteil, wie schon erwähnt, eine sehr gute große Bioverfügbarkeit zu haben. Man sagt bis zu 90%. Es ist auf jeden Fall organisch und hat einen hohen Anteil an Magnesium.
so an die 16%. Und zusätzlich ist das Magnesiumcitrat verdauungsfördernd und hilft eben auch bei Nierenschäden. Durch die hohe Verfügbarkeit steht Magnesiumcitrat auch im Akutfall sehr schnell und wirksam zur Verfügung, eben auch bei gerader, bei sportlicher Belastung. Als nächstes empfehle ich euch, wie könnte es anders sein, natürlich auf jeden Fall Magnesiumchlorid. Ja, und dieses ist dann im Gegensatz dazu, ist anorganisch und es ist jedoch sehr bekannt eben durch das Magnesiumöl. Und dieses Magnesiumöl macht man eben mit DMSO, ja, damit es dann auch wesentlich besser über die Haut aufgenommen werden kann, womit ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ja, ich habe hier auch ein Video oder ein paar Video über DMSO Magnesium Boraxöl. Also diese Verbindung DMSO Magnesium Borax habe ich auch ein Video auf meinem Kanal. Entweder ich verlinke es euch oder schaut es einfach nach unter Magnesiumöl Geoleben TV. Ja, und wie eingangs schon erwähnt, habe ich vor einer Woche meinen ganz, ganz krassen Muskelkater und generell übermüdeten Zustand in kürzester Zeit weggebracht. Ja, meine lieben Freunde, geben wir dem Mineral Magnesium die Aufmerksamkeit, die es braucht, und schaut auf meine Seite. Hier werden 7 Magnesiumverbindungen ganz genau beschrieben. Ich habe auch die eine oder andere Empfehlung, wo ihr einfach auch mal bestellen könnt. Da gibt es zum Beispiel Magnesium 7, wo einfach alle 7 Magnesiumverbindungen miteinander vereint sind. Ja, meine Lieben, das war's zum Thema Magnesium. Daumen hoch, eure Meinung in die Kommentare ist eh klar, würde mich natürlich freuen. Bleibt gesund, wenn es noch nicht ganz seid oder wenn es euch ein bisschen unwohl fühlt, sondern nicht so genau, nehmt das euch zu Herzen, macht was, schaut auf euch, bleibt oder werdet gesund, sagt euer Geo. Wir sehen uns beim nächsten Video, ich freue mich auf euch. Baba, ciao, tschüss und Servus.